Hallo, 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 hallo. Hört ihr mich jetzt? Ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Hallo, hallo. Jetzt sollte es funktionieren. Willkommen auf jeden Fall zurück bei Adobe Live. Ja, kurze Unterbrechung, der Ton war kurz aus. Irgendwie mag der Ton uns heute nicht. Aber ich hoffe, ihr könnt mich jetzt verstehen. Willkommen zurück auf jeden Fall und schön, dass ihr dabei seid. Es gab ja so einige Veränderungen in den letzten Tagen, nicht nur bei uns, bei euch allen, glaube ich. Und deswegen haben wir uns entschieden, heute mal eine kleine Sprechstunde zu machen, eine kreative Sprechstunde. Es ist auf jeden Fall super schön, dass ihr da seid und auch vielen Dank für eure Geduld, dass wir das Ganze hier zusammen trotzdem alle zusammen durchstehen. Das wird eine coole Sache. Der Rufus, den schalte ich auch gleich mal mit dazu. Vielleicht so ein bisschen zum Anfang, wie gesagt, wir haben ja heute eigentlich, hätten wir einen normalen Stream gehabt, aber haben uns dann eben kurzfristig dazu entschieden zu sagen, dass wir das quasi ein bisschen umdisponieren, einfach aus gegebenen Gründen. Ihr wisst ja alle Bescheid, ne? Es ist ja so ein bisschen Lockdown-Situation, die jetzt langsam ankommt in Deutschland, betrifft uns natürlich auch als Sicherheitsvorkehrung. Und wir haben uns gesagt, hey, wenn wir nicht mehr reisen und wenn wir dafür achten, darauf achten sollen, dass unsere Adobe-Mitarbeiter möglichst sicher und gut durch den Tag kommen, gesund durch den Tag kommen, dann müssen wir das natürlich auch für unsere Gäste gelten. Also haben wir auch unseren Gästen gesagt, hey Leute, wir verschieben das auf einen Zeitpunkt, wenn das alles wieder geregelt ist und so lange machen wir das ein bisschen anders. Also herzlich willkommen im Stream. Genau, heute ein bisschen anders. Genau, kreative Sprechstunde. Ich schalte den Rufus jetzt gleich mal dazu, der ist nämlich auch dabei und zwar live aus Florenz. Ich gucke jetzt gerade mal, dass ich den hier nämlich reinbekomme und dass ihr den natürlich hört. Dum, dum, dum. So, Moment. Und zack, der müsste jetzt online sein. Ich mach mal keine... Meine ja, Kopfhörer und an. Hallo, 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 hallo zusammen. Hallo Rufus, kannst naja, du das uns ist, hören? Das ist kannst ja, du mich hören? Das ist schon alles sehr merkwürdig, ja. Hallo Can, also wie gesagt, live aus München und Florenz heute. Und hallo natürlich an alle im Chat hier. Und wie es hinter mir steht, alles wird gut. Genau, alles wird gut. Was da los? Live von der Bahnhofstoilette. Oh, sind da merkwürdige Geräusche, Can, vielleicht? Nein, nein, ich bin eigentlich zu Hause. Hallo, hallo Teamster, hallo Sabine, hallo Walter. Also, wie gesagt, ja, heute, wie der Can schon gesagt hat, wir haben uns entschlossen, natürlich, wenn wir nicht reisen, sollen unsere Gäste auch nicht reisen. Und in dieser Woche tun wir auch sehr hart dran denken, was wir in den nächsten Wochen machen. Und darüber können wir natürlich mit dem Can auch noch ein wenig reden. Aber zuerst wollte ich natürlich auch noch sagen, auf Discord geht es auch weiter, wenn wir nicht streamen. Und der Link ist auch unten hier in der Description, da in Behance. Und da könnt ihr euch zu Discord kommen. In den letzten Tagen sind ganz viele neue reingekommen. Also willkommen zu den Neuen. Und die Rulami oder der Rulami, ich weiß nicht, Rulami halt, hat ein sehr cooles Projekt gemacht da auf Discord. Und das geht um Creative Hug Project. Also auf Instagram mit dem Hashtag Creative Hug Project, das steht alles da in den Präsentationen im Discord drinnen, da in den Vorstellungen, ja, hat Rulami geschrieben. Für mich ist persönlich das Unwort des Jahres jetzt schon Social Distancing. Deshalb habe ich auf Insta den Hashtag Creative Hug Project belegt, um Kreative zu motivieren, den Menschen in der wachsenden Isolation eine digitale Umarmung weiterzugeben. Ich habe leider aber nur einen sehr geringen Instagram-Reichweite, also macht gerne mit, okay? Also Hashtag Creative Hug Project, dann können wir uns alle Hugs geben. Das ist schon eine coole Idee und die cool. Und danke Rulami, dass du das auf Behance gepostet hast. Sehr coole Sache. Ja, danke Rufus. Also wie gesagt, heute wird das mal ein etwas anderer Stream. Wir wollen einfach mal vor allen Dingen von euch hören, wie es euch geht, wie, was ihr jetzt macht in diesen Zeiten, ob euch das betrifft und vielleicht auch, wie wir uns gegenseitig supporten können. Ja, also, das soll eine kreative Sprechstunde sein. Ihr habt die Möglichkeit, euer Feedback zu geben, einfach mal ein bisschen Dampf rauszulassen, aber auch einfach mal zu sagen, hey, was sind eure Tipps?
wie betrifft euch das? Was macht ihr? Seid ihr zu Hause? Seid ihr noch unterwegs? Müsst ihr noch irgendwas tun? Und ja, genau. Deswegen machen wir das Ganze. Wir haben auch noch andere exciting News für euch. Die machen wir dann später. Und genau, es kam eben auch die Frage von Martin, ob das Video im Anschluss auch abrufbar ist. Auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall immer die Möglichkeit geben, euch das im Nachgang anzugucken. Aber kommt auch gerne zum Chatten auf behance.net/live/de. Und dann habt ihr die Möglichkeit, mit unserer coolen Community zu chatten. Ich sehe schon super viele Leute, die schon dabei sind und mit denen wir hoffentlich auch in den nächsten Tagen und Wochen zusammen durch diese etwas einschränkende Zeit kommen. Genau. Und wie Petra sagt, Tipp 1, Ruhe bewahren. Das muss man, ja. Und ihr wisst ja alle, ich wohne, jetzt huste ich auch noch, aber nein, ich wohne ja in Florenz und da ist alles ein wenig, in Italien ist alles schon ein wenig ist alles schon abgelaufen ein wenig. No, eine Sekunde, da ist kurz der Stream ausgegangen mit dem Rufus. Und sofort wieder da mit dem. Den rufen wir doch mal an. Die Technik. Hallo, Rufus. Sofort wieder da. Warte mal, der ruft mich gerade parallel an. Eine Sekunde. So, nochmal. So. The caller is currently unavailable. Unavailable. Wir rufen uns gerade gegenseitig an. Please leave a message. So, jetzt sind wir nochmal. Jetzt müsste es gehen. Kuss. Er ist ja beleidigt, weil ich ihn rausgekickt habe. So, da kommt noch was. Naja, Can. Jetzt sehen wir Hallo. Jetzt sehen wir Rufus, wir hören dich. Aber ist okay so. So, ich bin wieder da. Ja, wir sehen dich noch nicht. Das Gesicht noch nicht, okay. Das kommt. Aber ja, du hast mich angerufen. Warte, okay. Aber das schaffen wir. Das schaffen wir, Leute. Also genau. Video an, hier, Video, bitte. Ah nein, warte, so, okay, jetzt, jetzt. Alles wieder. Yeah, welcome back. Ja, sorry, ich habe nämlich hier die ganze Zeit ein Aufploppen von Nachrichten und wollte es eigentlich ausmachen, bis mir dann entfallen ist, dass wir auch über Teams telefonieren. Deswegen habe ich dich aus Versehen auch mit rausgedrückt. Ja, genau, und das ist halt das Gute vom Livestream, oder? Das ja, aber wir versuchen hier unser Bestes, wie ihr seht. Ja. Ja, Rufus ist in Lockdown. Du bist ja in Italien, in Florenz. Ja. Und in Deutschland fängt es auch gerade an. Also ich bin jetzt hier tatsächlich per sehr, sehr große Ausnahme als einziger im Büro bei uns im Office in München. Hier ist niemand mehr sonst. Und eigentlich ist bei uns ab heute auch komplettes Office zu, bis Mitte April. Ich habe gesagt, nee Leute, wir müssen auf jeden Fall streamen. Das muss auf jeden Fall funktionieren. Können wir bitte eine Ausnahme haben? Und die haben wir jetzt auch bekommen. Deswegen bin ich hier noch heute im Office. Und für danach müssen wir uns halt was überlegen. Na? Ja, Can, du bist alle uns. Genau. Ich repräsentiere Adobe hier. Ganz ja, ich muss alle Jobs hier machen. Oh, und ja. Martin sagt, ich hätte eine Produktfeature-Idee. Okay, Martin, schieß los. Heute Morgen zwei Ausstellungen abgesagt worden, gestern eine Fotoreise nach Südafrika. Mhm, ja, das Ganze mit den Absagen, das ist natürlich schlimm. Und ich habe schon gesehen, dass die Sarah, also Papilio Art, die mit uns im Stream war vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten. Ich weiß das auch nicht mehr. Sie war ja im Papillonism. Ja, das war im Januar, ich weiß nicht mehr. Ja. Februar vielleicht, ja, okay. Und ja, und eben die Sarah, die rechnet sehr viel darauf, eben in den Messen und so ihre Artworks zu verkaufen.
Und deshalb jetzt kann sie überhaupt nichts mehr verkaufen. Und deshalb ist es wirklich schwierig für sie, da voranzugehen. Und wenn wir da Sarah helfen können auf papilio.art, dann wäre das schon cool. Ein paar Sachen, ein paar schöne Bilder von ihr abkaufen. Wie zum Beispiel, ich habe während dem Stream noch einen Kalender gekauft. Aber vielleicht gehe ich noch andere Sachen holen. Und Barake sagt, bei uns ist noch alles ziemlich normal. Okay, super. Ihr zwei seid die Besten allein gegen das Virus. Genau. Ja, Der Kampf. Und Fritz sagt, Can, du bist zu leise. Ja, ich habe dich jetzt mal ein bisschen leiser gedreht, Rufus, weil du warst zu laut eher. Ja, ich wollte dir den Vorzug lassen. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Sag Bescheid. Genau. Und wie gesagt, Und heute. Ja, Rufus, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Weit Köhler sagt, dass man die neuen Photoshop 2020 Bedienfelder, Verläufe, Farbfelder, Muster, Formen und Stile nicht per Aktion aufrufen kann, beziehungsweise aufzeichnen kann, ist ein Bug oder so gewollt. Vielleicht können wir da den Sven fragen, vielleicht weiß er da mehr drüber. Genau. Sven ist sehr, sehr gut mit Photoshop. Und Sebastian, guten Morgen. Martin, Idee. Was ich in Photoshop oft vermisst habe, sind Ebenen, Aliase. Also virtuelle Kopien von Ebenen. Auf diese Weise könnte man Elemente man mehrfach verwenden, ohne redundante Daten. Zudem kann man. Und dann geht es noch weiter, aber das kommt noch. Und Petra sagt, jetzt ist der Ton bei beiden. Okay. Super. Und das geht weiter, dass die Quelle einmal ändern und alle Aliase ändern sich automatisch. Also, Martin, dieses Alias-Ding, das gibt es schon, das heißt Smart Object. Und vielleicht wisst ihr was? Ich möchte euch einen Trick zeigen. Ich habe dem Can eine Photoshop-Datei geschickt. Und das sehe ich natürlich jetzt im Stream nur 30 Sekunden später. Aber sag mir, Can, wann die Datei offen ist mit dem Ja. Ebenenfenster. Okay, geh mal durch die Ebenen und zeig uns, Warte. was auf jeder Ebene ist. Yes, ich switch mal rüber auf meinen Laptop. Okay. Zack. Und dann mach ich mal Photoshop auf. So, ich habe das schon Ja. mal geöffnet. Und zeig mal in den Ebenen, was wir da für Lichter haben. Also die oberste Ebene ist ein Licht von draußen und dann ein generelles Licht ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene ist das Licht in der Küche und die letzte Ebene ist dieses große Spotlight da auf der rechten Seite. Okay? Genau. Also mach alle an. Okay? Selektiere die alle und geh in das kleine Menü oben da im Panel und sag Convert to Smart Object. Ja, kann ich ja auch per Rechtsklick machen auf die Ebenen. Oh, ja, kannst du auch. Zack. Total, ja. Und Genau. jetzt haben wir eben so ein Smart Object. Und das Smart Object ist ein Container. Da kann auch ein Illustrator-File drinnen sein. Da können verschiedenste Sachen drinnen sein. Aber das Coole mit diesem Ding ist, dass wir haben Stapelmodus. Also wenn du jetzt in Layer gehst, Smart Objects, und sagst Stapelmodus Maximum, Genau, auf Deutsch wäre das Adobe dann Cut. Ebenen, Smart-Objekte Okay. und dann Stapelmodus. Okay, und Und dann Maximum Maximum. und boom. Jetzt ist im selben Bild alle Lichter zusammen an. Und Yes. das Coole hier ist, dass ich kann das Smart-Objekt aufmachen und sagen, zum Beispiel, das Spotlight, also die letzte Ebene, möchte ich aushaben. Also das kleine Auge weg, sichern und zurück zu Mixed Light. Und jetzt ist dasselbe Bild mit dem Spotlight aus. Okay? Sieht Und man das wäre sofort. eine coole Sache in diesen Tagen, dass ihr das probiert, eben mit diesen Ebenen und so. Und das ist ganz einfach, auch mit dem normalen Handy kann man das machen. Es muss einfach immer auf einem Stativ sein oder so oder auf einer Wand, wo es sich nicht bewegt. Und dann eben Lichter an und aus und die verschiedenen Fotos machen. Und dann in Photoshop mit dieser Methode kann man wirklich coole Sachen machen. Und Chan, das wäre mein Tipp für heute. Yeah. Vielen Dank für diesen coolen Tipp, Rufus. Unser Ja, Martin kreativer sagt, Gast, wow. Rufus. Ja, es sieht echt cool aus. Also ich probiere das hier gerade aus mit verschiedenen Ebenen, während du weitererzählt hast. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Jetzt machen wir Und das da Fenster sind mal noch weg. Fragen, warte. Gürel ist auch dabei. Hallo, Gürel. Yes. Christoph Das Fenster Göttling aus. auch. Das ist so cool, euch alle zu sehen. Tim, unser Supermoderator. Julia. Yes.
Wow, super. Guten Morgen alle. Okay, und Gabi hat eine Frage zu Adobe Bridge. Ist es möglich, die Metadaten verschiedener Dateien zu synchronisieren, so wie in Lightroom? Es geht mir vor allem um JPEGs, IPS und AI-Dateien. Also synchronisieren nicht, ich glaube nicht. Man kann in die Metadaten reingehen und die Metadaten auf mehrere Objekte einfügen, das kann man, aber synchronisieren, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Und Amanda sagt, da unsere Ausstellung auch nicht stattfinden kann, was denkt ihr, wäre cool, eine coole Alternative oder eine Online-Ausstellung? Also was für Plattform habt ihr dafür schon gesehen? Oh, das ist eine Frage an die Community. Aber natürlich, eine gute Plattform für eine Ausstellung ist immer Behance, um ein Behance-Projekt zu machen mit der Ausstellung und dann eben auch Links, wo man die Sachen kaufen kann. Das ist das Wichtige heutzutage, sehr, sehr wichtig, und dass wir weiter die Künstler unterstützen und ihre Artworks kaufen und dass die weiterarbeiten können. Also Chan, du und ich sind ja, wir haben ja den riesigen Glück, dass wir angestellt sind, aber sehr, ja, sehr viele in der Community sind eben Freelancers, und das wird in den nächsten Monaten hart. Und wenn wir uns untereinander unterstützen können, eben Artworks kaufen oder eben in diese die Community so unterstützen. Und das geht genauso mit den, sobald die kleinen Läden wieder aufgehen, ist wahrscheinlich nur noch die Supermärkte offen, aber sobald die kleinen Läden wieder aufgehen, da bei denen kaufen gehen. Mhm. Ja, ja. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, zusammenzuhalten, sage ich mal so. Ne? Ich glaube, wenn wir alle ein bisschen dazu beitragen können, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dann sieht die Welt doch schon ein großes Stück besser aus. Ich muss immer so ein bisschen stocken, weil ich mich nämlich auch hier im Kopfhörer selbst höre, mit Latenz. Ist ja gar nicht so leicht. Ah ja. Okay, und ich gucke noch in den Chat rein. Vielleicht willst du ein paar Sachen lesen, Chan. Ja, gerne. Stefanie sagt nämlich auch gerade, hallo, ich bin seit Ende 2019 als freiberufliche Kommunikationsdesignerin unterwegs. Da mein Hauptkunde Reiseveranstalter ist, weiß ich jetzt auch nicht, wann ich wieder arbeiten kann. Ja, das ist natürlich ziemlich blöd. Ne? Ich bekomme auch im Moment haufenweise Anfragen von selbstständigen Kreativen, die super Arbeit leisten, aber die mir dann auch eben berichten, hey, Veranstaltungen gecancelt, Messen weg, alles Mögliche wird einfach bricht gerade weg. Ne? Und vor allem mit dem Feedback, dass dann auch eben die Veranstaltungen auch canceln, ohne halt in irgendeiner Form zumindest mal so eine Cancellation-Fee oder sowas zu bezahlen, was dann auch noch schwieriger macht für die, für unsere Freelancer-Community, dann irgendwie zu gucken, über die nächsten Monate über die Runden zu kommen. Ne? Ist gar nicht so leicht. Ja. Und eben, das ist auch so eine Sache, die haben wir gestern mit dir geplaudert, Chan. Wir haben ja diese Idee, in den nächsten Wochen auch der Community vielleicht die Möglichkeit zu geben, zu streamen, ja, auf Adobe Live. Hm. Genau. Und das wäre eben auch eine Möglichkeit, da ein wenig Geld zu verdienen, wenn man da für 1 oder 2 Stunden die Arbeit streamt und damit reden kann. Das wäre auch cool. Und das ist eine Sache, an die wir denken. Und ja, gucken wir, wie wir das planen können. Aber es wäre schon cool. Hm. Ja. Was wir auf jeden Fall, genau im Anklang dazu, was wir uns überlegt haben, wir haben nämlich uns gestern zusammengesetzt, der Rufus, ich, der Sven war auch dabei und noch einige aus unserem Adobe Marketing Team, ist vor allen Dingen, wie können wir jetzt weitertreibend einfach euch unterstützen, ne, von beiden Seiten aus, ne, unsere Kreativen auf der einen Seite, die jetzt auch ein bisschen gestrandet sind, wie können wir denen so ein bisschen Support geben und wie können wir natürlich Adobe Live dazu nutzen, um euch trotzdem jetzt in dieser etwas schwierigen Situation für einige unter die Arme greifen zu können und euch trotzdem inspirieren zu können, euren täglichen kreativen Input mitzugeben. Na, dass ihr trotzdem irgendwie nicht irgendwie den Tag startet und euch denkt, alles blöd gerade, was mache ich jetzt, sondern
eher in den Tag geht und sagt, hey, das wird super, wir schaffen das. Wir sind alle zusammen, wir sind nicht alleine und wir sind alle Kreative, die sich gegenseitig unterstützen. Das finde ich immer so cool an der kreativen Community. Jeder hilft jedem. Und wir haben uns überlegt, wie können wir euch da eben einfach ein bisschen was zurückgeben. Genau, und der Plan ist, ich weiß nicht, soll ich es schon sagen, Rufus, oder wollen wir das viel später aufheben? Ich weiß nicht, wir können ja sagen, was wir denken. Genau. Ja. Genau, also wir haben uns überlegt, was eine coole Sache wäre. Ich muss mal kurz den Kopfhörer ein bisschen zurück machen, sonst höre ich mich echt zu oft doppelt. Genau, oder also hörst du mich zu viel? Ja, genau. Die Überlegung ist, dass wir gesagt haben, wir würden ab nächster Woche jeden Tag Adobe Live mit euch zusammen streamen. Das heißt, wir werden jeden Tag für, sagen wir mal, eine Stunde, das ist jetzt praktisch noch gar nicht begrenzt, wir gucken uns das an. Rufus und ich würden dann praktisch jeden Tag eine Stunde mit euch zusammen Adobe Live machen. Natürlich in einem etwas, sag ich mal, dezenterem Format, ne? Nicht 6 Stunden am Tag, das wird ein bisschen schwierig, aber zumindest eben, wie gesagt, in einer Stunde am Tag oder ein bisschen mehr, je nachdem. Und natürlich auch mit kreativen Gästen, die wir dann einladen würden. Natürlich auch von Homeoffice aus, weil wir können uns ja nicht treffen. Aber die Idee wäre tatsächlich zu sagen, wir lassen Adobe Live über die Zeit mit euch weiterlaufen, jeden Tag, und wollen euch die Möglichkeit geben, euren Input zu geben, einfach mit uns zu chatten, dass ihr nicht auf euch allein gestellt seid und dass man sich einfach zusammentun kann und zusammen überlegen kann, hey, was können wir tun? Ne, gibt es Möglichkeiten? Kann man zusammen ein Projekt remote aufstellen? Kennt einer jemanden, der den anderen vielleicht helfen kann? Oder einfach nur sich inspirieren lassen, wie immer. Ne, ihr könnt mit uns chatten, ihr könnt euren Senf dazugeben, ihr habt die Möglichkeit, einfach das zu tun, was ihr machen wollt. Aber eben zusammen, in dieser kreativen und Community. Im Chat finden das alle sehr, sehr cool. Sabine sagt cool, Julia sagt doppel-wupp-wupp. Julia weiß noch nicht, dass... Das was auf sie zukommt. was auf dich zukommt, Julia und Tim und wer weiß noch, Wir gucken, wie wir das am besten machen, eben um zu fragen auch, wer von euch eigentlich fähig ist, von zu Hause da zu streamen und genau, mit uns zu arbeiten. Und wer Bock drauf hat und wer coole Sachen zu zeigen hat und eben das Adobe Live weitergeht, aber eben mit, mit Connections von links und rechts. Genau. Inklusive Clara sagt auch, Florenz. Genau. Clara sagt auch, super Idee, ich muss eh den ganzen Tag zu Hause sitzen. Und genau dafür wollen wir das nämlich machen, für diejenigen, die jetzt einfach hier zu Hause sitzen müssen, nicht raus können und gleichzeitig auch das Problem haben, dass, dass mit den Aufträgen ein bisschen schwierig wird. Ne? Aber auch natürlich für alle anderen Kreativen. Also die Idee ist zu sagen, wir sind eine Einheit, wir sind ein Tribe, könnte man sagen. Und wie können wir zusammen nach vorne gehen, um den Tag einfach schöner zu machen. Cool, der Christoph hat schon gesagt, ich melde mich gerne. Wir müssen uns beim Christoph melden. Okay, das werden wir bestimmt machen, Christoph. Genau. Und danke auch, Julia. Wuhu, ich bin für alle Missetaten. Was sind Missetaten zu haben? Was sind Missetaten? Eine Missetat. sowas. Ich würde nicht sagen Bad Things, aber sowas. A Mistake, maybe. Und auch der Thomas Böttcher, danke Thomas. Der Thomas wäre auch dabei. Und Christine auch. Christine sehr könnte cool streamen. Das ist so cool, das zu hören, weil eben wir wussten nicht, ob das irgendwie. Ob das was für euch wäre. Aber sehr, sehr. Schlechte Tat. Okay. Also die. Schlechte Tat, ja. Danke, Petra. Die Übeltat, da habe ich gerne. Ja, ein Übeltat, genau. Übeltat ist ein cooles Wort, ja. Dummheiten, ja. Dummheiten. Ja. So ein wenig wie hießen die Fritz und Moritz? Franz, die Missetaten. Come on, Chan, du kennst die doch. Nein? Ja, was nochmal? Fritz und Moritz? Max und Moritz. Max und Moritz. Fast, Fritz und Moritz. 2.0 Release. Da unten, das ist Max und ich bin Moritz. Ja. Genau. Max und Moritz, genau, Tim. Was würden wir ohne unseren Tim machen? Euer Vorschlag ist gut, Horst. Wie wäre es auch auf die vielen
versteckten Funktionen in Photoshop oder Lightroom einzugehen. Das wäre genau. auch eine coole Sache. Das genau. ist auch eine coole Idee, Can, die wir können ja. auch mit den Live-Tutorials weitermachen. Ja, auf jeden also, Fall. Also vor ein paar Monaten haben wir, schon 6, 7 Monate haben wir angefangen, ja. diese Live-Tutorials zu machen. Genau. Und das wäre auch cool, wenn wir irgendjemand hätten, der streamen könnte. Das sind meine 10 Favorite Tipps und Tricks in Photoshop oder Definitiv. Also die Idee ist zu sagen, wir wollen eure Stimme, wir wollen euch im Stream haben. Ne? Also wir würden wirklich dafür sorgen oder schauen, dass wir jeden Tag jemand anderen eben mit im Stream dabei haben, der sich vorstellt und eine Art komprimierte Adobe Live Session mit euch zusammen macht, mit uns zusammen macht. Und natürlich habt ihr dann immer die Möglichkeit, euren Fragen zu stellen. Wenn ihr bestimmte Sachen sehen wollt, schlagt ihr die einfach vor. Ich hätte überlegt, ob wir vielleicht einfach eine neue Rubrik mit Vorschlägen machen in Discord. Dann könnt ihr die Sachen reinschreiben. Idealerweise könnt ihr natürlich auch reinschreiben, wen ihr dafür sehen wollt. Ja, wenn ihr sagt, okay, ich hätte da jemanden, den wollte ich schon immer mal im Livestream sehen, können wir den bitte mal einladen. Einfach mal Vorschläge machen. Jens und Mirja sind auch dabei. Das wäre cool. Eine Session von den Kochhelden. Yeah, sehr das gerne. Wäre ja super sehr cool. Ja, ja. Jens, ja. auf alle Fälle, melde dich bei uns. Mirja, danke auch. Ja. Tom sagt mehr von Adobe Fresco. Ja, auch sehr gerne. Wir haben da ja jetzt auch mittlerweile sehr viele coole Illustratoren und Illustratorinnen, die mit Fresco wunderbare Sachen machen. Eigentlich ist ja auch geplant, ich darf es ja jetzt sagen, weil es ja eher so ein bisschen noch auf der Schwebe steht. Im April hatten wir eigentlich geplant, eben auch mit Fresco reinzugehen. Und zwar der Falco Falcro, vielleicht kennt ihr den, das ist ein YouTuber, der gerne Fotografie mit Zeichnung verbindet. Und er arbeitet auch sehr, sehr gerne mit Fresco. Und wollte euch das eigentlich zeigen. Wir müssen halt natürlich jetzt gucken, wie das jetzt weitergeht mit dem Lockdown und ob wir die Möglichkeit haben, dann wieder ins Büro zu gehen, beziehungsweise auch Leute wieder reisen dürfen im Sinne von der Sicherheitsbestimmung. Wenn nicht, können wir ihn ja auch über Remote einladen. Ne? Also das ist nur ein Beispiel. Wir haben natürlich super viele Leute. Ja, ja, ja. Und natürlich das muss alles getestet werden, aber ist gar nicht so schwierig. Das Wichtige ist eben, gutes Internet zu haben und dann eine kleine Webcam, alles ist gut. Wir sitzen ja, also nur der Can wollte ganz elegant heute mit dem Greenscreen und mit einem super Foto von ihm hinten im Hintergrund. Aber ich sitze ja selbst in meiner Küche mit meinem Homegarden da hinten, sieht ihr das? Da habe ich den Salat und die ganzen Sachen da. Sehr, sehr cool. Zu Hause. Sehr, sehr cool. Ja, also, ich würde vorschlagen... Und Moritz, ja, heute wird nur eine Fragerunde. Wir haben schon mein Lieblings-Photoshop-Trick gezeigt, wenn du das im Replay sehen möchtest. Aber das, ja, genau wie Tim sagt, ja, wir wollen uns austauschen, wie die kommenden Wochen werden. Und ja, weil natürlich, das hat uns alle ein wenig überrascht, diese ganze Sache. Ja. Es ist ja so viel passiert, nur in den letzten Tagen. Aber wir wollen eben dabei sein und die unsere Community hier auf Adobe Live zusammenhalten. Yes. Und es ist so schön, einfach so viele neue, ich würde ja sagen Gesichter, aber Namen zu sehen im Chat. Und die Susanne sagt, guten Morgen, hat ein paar Probleme. Alle guten Dinge sind drei, nach einmal kein Ton auf dem Laptop und zweimal Ton zu leise auf dem Laptop, habe ich jetzt zum lauteren Ton auf dem Desktop gewechselt. Super. Willkommen, Susanne. Heidrun, guten Morgen. Diesmal habe ich auch Zeit, mal wieder dabei zu sein. Also so lange sind wir heute nicht mehr dabei, aber eben unsere Fragen an euch sind eben, wie wir in den nächsten Wochen vorangehen möchten. Und die Idee ist eben, jeden Tag mindestens eine Stunde zu streamen, ab Montag und das zusammen mit euch. Also nicht nur, dass wir streamen, aber eben auch euch Fragen von euren Home Offices oder wo ihr auch seid, mit uns eine Stunde zu streamen und uns zu zeigen, was für coole Sachen ihr macht. Das ist die Idee. Das wird nämlich auch ganz cool. Wir haben das gestern mal so ein bisschen angefangen zu testen, dass man sich praktisch nur mit einem Link
einwählen kann. Man braucht natürlich eine Kamera, ganz klar. Aber so ein bisschen live vom Sofa aus. Ne? Das ist so ein bisschen der Plan. Und dass wir die Möglichkeit haben, mit euch zusammen oder euren Vorschlägen, wenn ihr sagt, ich hätte da jemanden, den ich gerne hier sehen würde oder die ich gerne sehen würde, ja, einfach und reinzugehen. Die Bianca stellt eine interessante Frage, die Uhrzeit. Genau. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das tun wir sofort wieder an euch sagen. Was wäre eine gute Zeit? Ist 10 Uhr morgens eine gute Zeit oder hättet ihr lieber um 11 oder am Nachmittag oder wann wäre eine gute Zeit? Genau. Also unser Vorschlag war ursprünglich 11 bis 12, weil es so ein bisschen von der, wenn wir uns die, ich sag mal, Zuschauerzahlen über die letzten Adobe Lives angucken, ist es immer so die Zeit, wo die meisten Leute zuschauen. Aber es ist natürlich auch wichtig, auch von euch zu hören, was wäre für euch die Zeit, wo ihr sagt, hey, zwischen 11 und 12 bin ich eigentlich am, keine Ahnung, Mittagessen vorbereiten. Das heißt, mir wäre es lieber später oder früher oder vielleicht können wir auch einfach mal eine Umfrage machen. Die Ruth fragt, gibt es Kinderbetreuung? Während wir streamen? Wir machen noch einen Kinderchannel. Müssen wir einen Kinderchannel, damit die Kinder das an und ihr alle da mit uns seid. Und Cheyenne, hallo, jeden Tag Livestream finde ich super, richtig tolle Idee. Okay, super. Ich habe schon mein Handy an meinen Freund abgegeben und nicht ständig fiese neue Nachrichten zu lesen. Ah, sehr gut, Marie. Nett. Am besten bleibt man zu Hause. Nein, es ist nicht am besten. Man muss zu Hause bleiben. Das ist das Einzige, was man machen kann im Moment. 10 ist voll okay, 10 Uhr ist perfekt. Ganz viele und sagen Tim sagt, ich wäre für 11. Jetzt kommt ganz viel Obwohl, weißt du, Can, jetzt sind über 200 mit uns dabei. Ja. Das ist auch ziemlich klasse. Finde ich auch klasse. Dass die auch vor allen Dingen einfach reinkommen und sagen, hey Leute, wir sind die Community, lasst uns zusammen überlegen, was wir machen können. Oder hört einfach nur zu. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele, die einfach sich das so ein bisschen nebenbei anhören. Das ist auch vollkommen okay. Ja. Keiner ist gezwungen, hier mitzuchatten und, oder direkt mitzumachen. Und Matthias hat auch eine Frage. Also die E-Mail von Adobe Max Europa, 15. bis 16. Juni, ein Scherz. Nein, es ist kein Scherz. Wir arbeiten noch dran, damit das klappen kann. Aber natürlich verstehen wir auch ganz gut, dass wir sind da wirklich am gucken, wie wir das am besten machen. Genau. News über Max Europa kommen bald, aber natürlich ist es, also da ich arbeite an den ganzen Sessions, ich hatte schon über 50 Redner parat für das. Ich schlafe nachts nicht wegen diesem Max. Und natürlich müssen wir da eine gute Lösung finden und die kommt bald. Also danke für die Frage, Matthias. Okay, 11, 12 geht auch, 10 passt, 10.30 Uhr, Martin, okay, zwischen 10 und 11, 10.30 Uhr, okay, 10 Uhr. Also ich, und wenn die Regale leer sind. Können wir bei Behance mittlerweile eine Umfrage machen? Sonst könnten wir doch einfach mal ein paar... Nein, ich glaube nicht. Nein, vielleicht kann der Tim eine Umfrage machen und da eine Form machen. Aber ich denke, ja, also zwischen 10 und 11 ist gut. Das können wir uns dann entscheiden. Und wir können ja auch sagen 11. Aber wie gesagt, und Bianca, wenn die Regale leer sind, die Regale in Italien, da wir ja ein paar Wochen vor euch allen sind, kann ich euch sagen, dass die Regale nicht leer bleiben. Ich war gestern nach einer Woche wieder im Supermarkt. Na, der Ruf ist kurz weg. Schönes Standbild. Und? Du warst kurz weg, Rufus. Ja. Jetzt bist du wieder da. Okay. Wie gesagt, die Supermärkte hier sind voll. Man muss halt ein wenig warten, aber die Regale bleiben nicht leer. Hoffentlich. Ja. Cheyenne sagt, ich hoffe, die Adobe Max wird stattfinden können. Das hoffen wir auch. Genau deswegen planen wir jetzt auch einfach mal weiter. Wenn es hart auf hart kommt, werden wir euch natürlich Bescheid sagen. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass sie stattfindet. Und deswegen planen wir auch weiter. Und Rufus ist, wie er gerade gesagt hat, fleißig dabei, die Gästeliste aufzufüllen. Und der Martin sagt ganz richtig, um 9 Uhr aufstehen, 10 Uhr Frühstück. 10.30 Uhr Adobe Live. Okay. Ja, genau. Also ich finde 11 Uhr immer noch eine gute Zeit. Haben auch jetzt viele gesagt. Ganz einfach aus dem Grund, normalerweise ist es ja so die Zeit kurz vor Mittagessen. Ne? Und dann kann man ja praktisch so nebenbei sich das angucken. Aber hey, ne? Wenn ihr eine andere Uhrzeit wollt, können wir auch eine andere Uhrzeit machen.
kein Problem. Aber ja, nochmal auf das Thema, was Rufus auch eben angesprochen hat, auch ein paar aus dem Chat. Ich sehe das auch in München hier, ne? Immer wieder Regale leer, Nudeln leer, Toilettenpapier leer, warum auch immer die Leute Toilettenpapier horten, weil wahrscheinlich irgendwelche Leute gemeint haben, Achtung, Toilettenpapier wird knapp. In Australien habe ich es zumindest gesehen. Es gibt mehr als genug. Also, ja. Martin fragt, wo ist hier? Hier, also ich wohne in Italien, ich bin in Florenz und ja, da sind wir an den... Da sind wir schon seit letztem Montag, ja, genau eine ganze Woche unter Lockdown. Mhm. Ja, das ist krass. Ne? Rufus hat, ich erinnere mich noch an gestern, da hatten wir kurz gesprochen, der Rufus und ich, hat gemeint, du, ich muss jetzt mal ganz kurz einkaufen, weil wir haben hier praktisch so Timeframes, ne? Ihr habt ja so Timeframes, wo man am besten einkaufen gehen kann. Mhm. Und dann hat es trotzdem mega lang gedauert, weil natürlich auch eine riesen Schlange ist. Weil alle jetzt irgendwie einkaufen müssen. Mhm. Ja. Simone sagt, Grundnahrungsmittel fehlen oft. Das ist nur am Anfang, Petra. Da, wenn die Leute diesen Panikeinkauf machen und das, was ich so grässlich finde, ist, wenn diese Leute 10 Päckchen Pasta einkaufen, das bedeutet, dass andere 9 Leute diese Pasta nicht kriegen. Und das finde ich schon krass, die Leute, die so in Panik gehen. Das habe ich selbst nicht gemacht. Also ich habe das Haus nicht voll mit Klopapier und mit Pasta und Reis. Es geht alles voran wie normal. Ja. Ja, Dr. Jacqueline Hyde sagt, das mit dem Toilettenpapier verstehe ich wirklich nicht, ist doch kein Darmvirus. Ja, also ich sag mal, ein Teil der Symptome ist, glaube ich, doch was darmbedingtes. Ich nenne das jetzt nicht, weil wir im Stream sind, aber das ist jetzt, ich glaube, eher die Sache. Ich glaube, es ist eher die Sache, dass einfach die Leute denken, das Toilettenpapier würde knapp werden. Also wie gesagt, in Australien war es jetzt so, dass da ein Nachrichtenmagazin Fake News quasi verbreitet hat und gesagt hat, das Toilettenpapier kommt eigentlich aus dem Ausland. Und wenn jetzt die Verbindung gekappt wird quasi zum Ausland, kriegt man kein Toilettenpapier mehr. Dabei wird das Toilettenpapier in Australien hergestellt. Na? Und es ist noch mehr als genug da, um irgendwie für die nächsten 3-4 Monaten locker den Bedarf zu decken, für alle. Also es ist totaler Bullshit, muss man wirklich so sagen. Sorry für die Ausdrucksweise, aber es ist wirklich Christine sagt, die CO2-Werte haben sich extrem gebessert, um mal was Positives zu sagen. Das stimmt, ja, wenn man die CO2-Werte anguckt, auch über Italien, hat sich alles geändert. Naja. Hast du ein Video von Venedig gesehen? Ich habe heute Morgen ein Video gesehen von Venedig, wo die Kanäle komplett klar sind und auch mal die Fische sieht und alles. So cool. Ja, ne? Wenn da keine Boote durchfahren, da kommt nichts raus. Ja. Ja. Oh, danke, Tim. Tim hat gerade eine Form gemacht. Also Forms, da einfach draufklicken und sagen, ich weiß nicht, gucke ich mal was der da gemacht hat. Danke, Tim. Oh, okay. Oh, das sind ja ganz viele, viele. Da können wir mal drauf gehen. Ich gehe jetzt auch mal drauf. Ja. Ich klicke da jetzt einfach mal drauf. So, hier ist das Form. Und dann seht ihr das, wenn ich das hier... Genau, ich habe jetzt einfach mal drauf geklickt. Das findet ihr, wie gesagt, im Chat auf Behance. Mhm. Na, also ich gehe nochmal... Hier ist das vom Tim. Na, einfach draufdrücken. Mhm. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, eure Lieblingszeit mal... anzuwählen. Ne? Und genau. Und wie lange es gehen soll. Ne? Ich klicke jetzt mal auch für mich. 11 Uhr. Finde ich gar nicht so schlecht. Kann ich noch ein bisschen ausschlafen. Genau. Und ich, Der Jacqueline hat jemand neulich das Desinfektionsmittel aus dem Rucksack geklaut. Wow. Okay. Was? Und Martin sagt, das Fiese an der Situation, ja, da hast du recht, Martin. Man will ja gar nicht hamstern, aber man kauft trotzdem mehr, weil andere die Regale leer kaufen. Eine fatale Kette. Ja, aber wie gesagt, ich denke, das dauert nicht. Wenn wir alle sicher, wenn wir plötzlich sehen, dass die Regale wieder voll werden, dann wird alles wieder normal. Ja. Also hier in Italien sind die Regale voll. Mit alles, was man braucht. Und die Sache ist ja, die Regale sind nicht leer, weil es nichts mehr gibt, sondern einfach, weil der Tagesbedarf, den die Supermärkte praktisch haben, einfach leer ist. Die kriegen dann am nächsten Tag wieder Neues aus dem Lager, aber für den Tag ist halt gerade nichts mehr da. Ne? Es erzeugt halt so ein bisschen
Druck und Angst, denke ich mal, wenn man halt leere Regale sieht, weil man halt denkt, okay, ist nichts mehr da. Na? Und wenn ich irgendwo was sehe, dann muss ich jetzt schnell zugreifen, weil sonst kriegt man nichts mehr. Aber das ist Schwachsinn. Also sogar in Italien, wie der Ruf es auch gerade bestätigt hat, wo ja auch eigentlich Shutdown im öffentlichen Leben ist, sind die Supermärkte geöffnet, Drogerien, und der tägliche Lebensbedarf kann ohne Probleme gedeckt werden. Na? Es geht nur darum, dass eben öffentliche Plätze, dass generell Orte, wo sich mehrere Menschen versammeln könnten, dass die halt einfach als Präventivmaßnahme erstmal ja, dicht gemacht werden quasi. Ne? In Berlin sieht man es ja auch, da jetzt irgendwie über zwei Clubs haben sich mehrere hundert Leute angesteckt. Dunkelziffer wahrscheinlich höher. Und deswegen wird es auch in Berlin jetzt so sein. Ne? In München auch. Und das ist ja nicht doof, so gesehen. Ja, und Christine sagt, ich verlasse mich auf die Lieferservice und gehe überhaupt nicht raus. Also das ist auch wichtig, die Lieferservices, das sind für mich die neuen Sklaven der Welt und die Armen. Nein, wirklich, die gehen von Haus zu Haus und nehmen Risiko ein. Also denen auch, wenn ihr ein wenig mehr Trinkgeld geben könntet, das wäre cool, eben wenn da ein Lieferant kommt, Wobei, ich um weiß nicht, wie es in einfach da Italien oder ist. Danke zu sagen. In Deutschland ist es jetzt so, ich habe ein paar Nachrichten bekommen von Lieferdiensten, dass sie jetzt kontaktlos liefern. Das heißt, die legen dir das einfach vor die Tür und gehen dann wieder. Ist natürlich jetzt auch nicht so doof für die Lieferanten auch, und natürlich für den Lieferdienst, dass da nichts passiert. Aber klar, wenn ihr ihn erwischt, macht das, was Rufus gesagt hat. Das ist gar nicht so doof. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Amazon und den anderen Lieferservices für Pakete und so funktioniert oder den Postboten generell. Da wird sich bestimmt auch noch einiges ändern. Aber genau, wenn ihr die Möglichkeit habt, das ist eine super Idee von Rufus. Ja, Ja. und okay, der Tim hat wieder die Form reingetan, aber eine große Mehrheit sagt eben 11 Uhr. 11 Uhr ist eine Zeit, die allen, also der Mehrheit, sagen wir mal, nicht allen, aber der Mehrheit. Vielleicht. Können uns ja, wie gesagt, also ihr habt ja noch Zeit, füllt euer Form aus und sagt, was ihr präferiert. Wir können ja auch mal gucken, ob wir vielleicht von der Uhrzeit abwechseln. Ich meine, man kann ja mal schauen. Ne? Müssen uns auch überlegen, Rufus, ob wir auch am Wochenende streamen. Ganz vergessen. Nein, aber klar, wir Okay, gucken einfach. Chan, das kannst du machen, wenn du willst, Ach okay? so, ja, live von der Badewanne. Ich mache da meinen Quietsche-Enten-Stream auf. Dann habe ich schon so eine kleine Ente. Nein, aber ja, werden wir dann sehen. Heidrun sagt auch gerade, Amazon will 100.000 neue Leute einstellen mit 2 Euro mehr Stundenlohn. Hey, warum nicht? Ne? Wenn Ja, und es. Martin hat auch recht, der fieseste Job zurzeit ist Kassiererin oder Kassierer im Ja. Supermarkt. Ständig Menschenkontakt anrüsten, tausendmal 1.000 Geldscheine, 1.000 Produkte anfassen, das sind Helden dieser Tage. Genau, Martin, alle diese und auch die Leute, die in Spitälern arbeiten und so. Und ich hoffe wirklich, dass am Ende dieser Sache, dass wir auch eine neue Ansicht für eben diese Leute, Leute haben. Und dass wir nie mehr eine Kassiererin oder einen Kassierer blöd machen. Ich weiß, ich persönlich habe das nie gemacht, aber ich sehe Leute, die aggressiv werden und so. Naja, ich hoffe, wir lernen alle davon was. Wir machen eine Truman Show, ja, genau, Ja, eine genau. Truman Show mit Chan in der Badewanne. Wir machen die Ja. Truman Show. 24/7 live. Über 5.000 verschiedene Kameras. Hab den letztens erst gesehen. Nee, aber genau, Petra, du moderierst, sagt Tim. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, also man nennt das ja heutzutage, wie ich habe es gestern gelesen, die systemrelevanten Jobs. Ne? Also damit das System weiterhin funktioniert. Kassierer, Kassiererin gehört dazu, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, aber auch eben Leute im öffentlichen Dienst, wie zum Beispiel Busfahrer, ne, Zugfahrer, Leute, die halt das System am Laufen halten. Ich habe heute schon wieder gesehen, haben sie jetzt praktisch bei den Bussen haben sie vorne so ein Sicherheitsseil hingemacht und gesagt, bitte nicht in die Nähe vom Fahrer quasi, ne, damit er sich nicht da ansteckt. Ja, und aber was ich schön finde, ich habe jetzt tatsächlich an den ganzen Bus- und Bahnstationen sind da präventiv Plakate,
die halt nochmal so ein bisschen aufzählen, was zu beachten gilt, ne? Hände waschen, Leute nicht anhusten, ja. Und so weiter und so fort. Also Berganda, vielleicht kommt ihr wieder auf das geplante Thema. Ich glaube, wir sind im Thema heute. Mal schnell was. Uns war ja wichtig, mit euch zusammen zu sein heute, um eben zu kapieren, wie wir uns die nächsten Wochen vorstellen, was wir da machen könnten, mit eurer Hilfe auch. Und wir haben schon entschieden, um wie viel Uhr das passieren wird. Und jetzt gucken wir in den nächsten Tagen, wer uns an dieser täglichen Streams helfen kann, in der deutschen Sprache. Und Merve hätte sogar eine Kamera, sehr gut, okay. Oh, nein, okay, Chan, das ja. Und so läuft der Chan rum, ja. Ich find's cool. Okay, machen wir jetzt wieder weg. Man hört mich wahrscheinlich gar nicht, ja? Und ja, eben, Bianca fragt, welche Kamera oder Mikro könnt ihr empfehlen? Und vielleicht könnte einer der ersten Streams wirklich sein, wie der Tim uns erklärt, wie man ein Studio macht. Ja, könnte man machen. Ja, wie man von zu Hause streamt. Tim, würdest du das machen? Eine Stunde über ein Setup oder wie man das macht, wie man das auch mit wenigen Kosten machen kann, mit OBS. Und Björn sagt, tägliche Streams sind doch eine gute Idee. Okay. Und die Alex sagt, der Chan schützt sich gegen Computerviren. Und Tim sagt, claro. Okay, super. Sehr cool. Und ich denke auch, das wäre vielleicht eine gute Idee, einen Stream zu haben Anfang nächster Woche, um eben zu erklären, wie man streamt. Es ist gar nicht so kompliziert. Es sind halt ein paar Sachen, die man haben muss dafür, aber es ist machbar. Yes. Und der Martin hat eben auch geschrieben, das ist halt immer ein bisschen blöd, weil wir die Latenz haben, dann fällt man sich so leicht ins Wort, ne? Da muss man immer so ein bisschen gucken. genau, der Martin zitiert gerade mal hier Volker Pispers. Stellen Sie sich vor, morgen fallen alle... Oh Gott, ich muss mal wegmachen. Stellen Sie sich vor, morgen fallen alle Investmentbroker tot um oder es fallen alle Krankenschwestern, Pfleger und Feuerwehrleute tot um. Überlegen Sie, wen Sie mehr vermissen werden. Ja, das ist natürlich gar nicht mal ein so doofer Gedanke. Ne? Ja, und der Tim, der streamt, der ist im Moment auch am Streamen mit Voodoo Val aus Amerika. Da machen sie auch ein Stream Deutschland-Amerika. Ja, sehr cool. Habe ich gesehen, Tim, hast du sehr gut gemacht. Klasse. Schreibt ja dann wieder eine E-Mail rund, wann das losgeht mit Tim. Ja, also Jens, das machen wir die E-Mail vielleicht nicht. Also wir werden noch ein paar E-Mails ausschicken, um zu sagen, was unser genereller Plan ist. Aber das Beste, um zu wissen, ist eben Discord. Und unser Discord-Channel wurde auch gerade verifiziert. Also wir sind verified auf Discord. Und das erlaubt uns auch eben einen Announcement-Channel zu haben, da wir zertifiziert sind, um eben euch allen einen Discord-Alert zu schicken, wenn was los ist auf Adobe Live. Also ja. Discord ist im Moment wirklich der beste Ort, um Informationen zu kriegen. Wir werden natürlich trotzdem Mailings und über Social Media und Co. das alles posten, dass ihr da trotzdem informiert seid. Plus, wir arbeiten auch gerade an einer Community-Seite, wo man praktisch mal so ein bisschen Überblick hat und die Möglichkeit hat, sich da nochmal generell Informationen zu holen, beziehungsweise auch für euch, wenn ihr zum Beispiel Leute kennt, denen ihr sagen wollt, hey, kennst du eigentlich schon Adobe Live? Wenn nicht, hier ist die Seite. Ne? Die wird es auf jeden Fall geben. Da werden wir das auch nochmal posten mit einem Countdown. Aber klar, für Discord ist auch eine ganz klare Empfehlung von mir, denn dann können wir euch am schnellsten sagen, was wann abgeht, ne? Über kurze Nachricht quasi und über kurze Mitteilung. Also und auf jeden Fall geht auf Discord und wenn ihr es nicht eingeschaltet habt, schaltet eure Notifications ein für Discord, dass ihr das direkt mitbekommt. Aber der Plan ist, wie gesagt, am Montag, nächste Woche Montag, am 23. loszulegen. Der Rufus und ich werden uns hier jetzt auch dann die nächsten Tage einschließen und dafür sorgen, dass das alles dann steht und wir die Möglichkeit haben. Ja, loszulegen. Und ich wollte auch nur sagen, weil wir müssen gleich fertig machen, Discord, da ist ein Link, hat er
Tim gerade gegeben, aber sonst darf man Link in der Description hier vom Video hier auf Behance. Und ich wollte auch sagen, natürlich, um auch zu gucken, was in der Zukunft passiert hier in den Livestreams, ist natürlich Behance auch ein guter Ort, weil da wird alles programmiert und da steht dann die Uhrzeit und da kann man sich auch anmelden dort. Genau. Und die Petra hat gerade geschrieben, Schüler, Lehrer und Studenten kriegen die CC jetzt wohl für lau. Ja, ist nicht lau, aber ja. Ja, also die kriegen sie praktisch für die Zeit, während das jetzt gerade mit dem Homeschooling läuft, in Form von, es gibt ja diese Open Licenses für Universitäten zum Beispiel und für Schulen, ne? Und man bekommt praktisch die übertragen für sich zu Hause. Also statt, dass sie am Rechner auf dem Universitätsgelände oder auf dem Schulgelände sitzen, kann man diese Lizenz quasi auch zu Hause nutzen für die Zeit, wo man eben auch zu Hause bleiben muss. Aber Can, unsere Zeit ist fertig hier. Wir müssen. Echt? Wir haben bis um 12. Ja, ist doch 55 schon. Ja, aber bis um 12 Uhr. Ah, ist es? Ich weiß nicht, was ich da programmiert habe. Ich möchte nicht, dass es jetzt da ausgeht plötzlich. Ach so, hat es jetzt nur bis 11 eingestellt? Ja, genau. Ja, ach genau. So. Ja. Also, wenn plötzlich alles weg ist, Leute, genau. Social Hug. Social Hug. Wir sehen uns auf Discord. Ja, genau, auf Discord. Genau. Und wie gesagt, wir arbeiten dran, eben Adobe Live eine regelmäßige Sache zu machen, um eben zusammen zu sein während dieser Krise. Danke an alle. Genau. Ich poste nochmal schnell den Discord-Link. Also falls wir uns nicht sehen, sehen wir uns gleich auf Discord. Ne? Und ansonsten, wir lassen jetzt einfach mal weiterlaufen, gucken mal, ob es funktioniert. Mhm. Wenn nicht, dann schlecht. nein, nicht. Dann nicht schlecht, dann sehen wir uns nächste Woche und dann werdet ihr von uns notified. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid. Und wir kriegen das alle zusammen hin. Wie Rufus sagt, alles wird gut. Ja. Genau, schauen wir mal. Da schauen wir mal. Und ich gucke jetzt nochmal nach dem Link, damit ich ihn hier posten kann. So, da ist er doch. Da ist der Discord-Link nochmal. Meldet euch an und sagt uns Bescheid. Das geht aber noch weiter. Ja, danke Martin. Sehr, sehr, sehr schöner Kommentar. Ja, danke. Ja, sehr schön. Genau. Wir gucken, wie gesagt, nur gerade. Falls es weiter läuft, streamen wir auch weiter. Wenn nicht. Wenn nicht, mach einfach aus, Can. Und wir sehen uns ja bald. Genau. Ja. Genau, Freunde. Also, passt auf euch auf. Ja. Und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche. Ihr kriegt nochmal Bescheid. Wir sehen uns auf Discord. Und dann ansonsten per Mail, Reddit, Social Media. Wir sorgen dafür, dass ihr es mitbekommt. Ja? Lasst euch gut gehen. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.